Was für eine Stadt! Majestätischen Erhabenheit und des Gleichklangs. In der ein Signore Carpenti sein schmutziges Handwerk ausüben kann. Wenn Sie, Sir, aufzusuchen, Sie verpflichteten, würde ich höflichst daran erinnern darf. Spüren Sie nicht auch das einmalige Fluidum dieser Stadt, Jenny? Das Gleichmaß und der Erhaben. Natürlich, Mr. Rinder. Jahrhunderte blicken wir uns an. Die Zeugen eines Roms der Cäsaren, als die Straßen unter den Marschtritten der Kohorten dröhnten und Galilei zwang, seine Erkenntnisse zu widerrufen. Was für eine Stadt! Urbi et Orbi, wie man so sagt. Wieder Platz. Mir scheint, dass von Gleichmaß und Stille hier nicht die Rede sein kann, Sir. Ich sehe mich gezwungen, Ihre Rohheit auf das Schärfste zu missbilligen. Die Traumwelt eines Kindes sollte man auf keinen Fall verletzen, geschweige denn zerstören. Ist dir schon gut? Parker scheint verärgert zu sein. Ich bitte, mein vielleicht etwas außergewöhnlich erscheinendes Benehmen entschuldigen zu wollen. Was war denn eigentlich los? Warum haben sich die Leute nicht gemeinsam gewehrt? Darauf, Miss Jenny, vermag ich erst zu antworten, wenn ich im Besitz näherer Details bin. Sie wollen der Familie helfen? In der Tat, Miss Jenny. Vollkommen einverstanden.
Aktiver Schutz der Familie. Alle Regierungen, die ich kenne, bemühen sich seit Jahren intensiv darum. Jedenfalls reden Sie davon. Wie haben Sie sich unsere Hilfe vorgestellt? Ja, bitte? Ich habe Ihnen eine Rechnung zu präsentieren. Eine Rechnung? Über 2 ruinierte Anzüge, Verdienstausfall für wenigstens 3 Tage, dazu noch Schmerzensgeld. Ah, Sie gehören zu den Herren, die die Wohnung ausgeräumt haben. 800.000 Lire. Zahlbar noch heute. Wie hätten Sie es denn gern? Scheck oder ein Bar? Ich meine, wir richten uns da natürlich ganz nach Ihren Wünschen. Und was ist, wenn wir nicht zahlen? Dann bereuen Sie, nach Rom gekommen zu sein. Mir scheint, dass Ihr Benehmen inzwischen den Grad der Unerträglichkeit erreicht hat. Über Benehmen sollten gerade Sie nicht reden. Falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten, Sie stören. Ich gehe, wenn ich es für richtig halte. Oh, das ist mir aber ausgesprochen peinlich. Das wird Ihnen noch teuer zu stehen kommen. Wenn Sie Wert auf ein Duell legen, stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Sie werden von mir hören. Sie haben eine ausgesprochen glückliche Art, Parker, Freunde zu gewinnen. Stimmt was, nicht? Ich weiß nicht, Mr. Render. Ich habe das Gefühl, dass wir verfolgt werden. Ich fürchte, Miss Jenny, dass Ihre Beobachtungen den Tatsachen entsprechen. Es scheint sich um 2 Personen zu handeln. Aha, unser Freund wird schon aktiv. Wir sollten lieber gehen. Ein Vorschlag, Sir, dem zuzustimmen wäre. Bitte Vergebung, Sir, dass ich einer Sinnestäuschung erlag. Eine Eierhandgranate. Unter gewissen Umständen ein Scherzartikel, Sir. Ein verdammt makabrer Scherz. Der zugegebenermaßen seine Wirkung nicht verfehlte. Ein echtes Wurfmesser und eine falsche Eierhandgranate. Ein ausgesprochenes Kesseltreiben. Vielleicht sollten wir die ewige Stadt verlassen. Ich kann nicht umhin, Sir, mehr Vorwürfe zu machen. So wie hier in Rom sind wir noch nie behandelt worden. In der Tat, Sir. Und dies findet meine uneingeschränkte Missbilligung. Ich würde für einen Besuch bei der Polizei plädieren. Und was sagen Sie dazu?
Selbstverständlich werden wir ein Protokoll aufnehmen. Inspektor Viterbo, selbstverständlich ein Protokoll. Wir werden diesen Dingen sofort nachgehen, meine Herren. Darf ich Sie bitten? Sind Sie sicher, dass das ausreichen wird? Ja, selbstverständlich. Sie können sich fest auf uns verlassen. Bitte. Danke. Bitte. Ich bedauere sehr, dass Sie in diese Angelegenheit verwickelt worden sind. Ist das die Handschrift der Mafia? Mafia. Aber meine Herren, die Mafia, das ist doch nur eine Legende, ein Phantom, eine Mystifikation. Außerdem, sie ist verboten. Um noch einmal auf unsere Angelegenheit zu kommen. Wir werden Ihre Angelegenheit sofort bearbeiten. Aber lassen Sie sich den Aufenthalt in unserem Rom, der ewigen Stadt, nicht durch ein paar Hitzköpfe vergällen. Wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht. Wie gesagt, Sie können sich ganz auf uns verlassen. Herr Inspektor, soll ich mit dem Protokoll schon anfangen? Wir werden alles, alles für Sie tun. Vielen Dank für Ihre Wünsche, vielen Dank für Ihre Bemühungen. Ich denke, wir werden uns bald wiedersehen. Herr Inspektor, das Protokoll. Wollen Sie sich mit der Mafia einlassen? Idiot. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass dieser Inspektor nicht sehr viel unternehmen wird. Render. Ah, Signor Bisenti, ich habe schon mit Ihrem Anruf gerechnet. Jetzt passen Sie mal auf, Signor Bisenti. Ich mache Ihnen einen gut gemeinten Vorschlag. Sie lassen uns in Ruhe und wir lassen Sie in Ruhe. Wenn Sie Wert auf Ruhe legen, Randall, so können wir die Ihnen verpassen. Jede Menge. So viel, dass Sie gar nicht mehr aufstehen. Ach, gehen Sie doch zum Teufel, dann lassen wir es eben drauf ankommen. Meine Vermutung hat sich als richtig erwiesen. Bisenti ist von der Mafia. Die wollen nicht nur Geld, die wollen sich auch an Ihnen rächen, Parker. Scheint sich rumgesprochen zu haben, dass ich Carpentier lästig werde. Würde hier eine schnelle Flucht förderlich sein? Flucht? In der Tat, Sir. Aber eine schnelle Flucht nach vorn. Kann ich Ihnen dienen? Ja. Ich hatte an etwas zum Spielen gedacht. Thank you.
Gleich 21 Uhr, Miss Jenny. Ich denke, ich fahre los. Hoffentlich kommen Sie nicht zu spät, Mr. Render. Wenn ich daran denke, dass Parker ganz allein ist, bekomme ich Angst. Mit solchen Gegnern hat das doch noch nie zu tun gehabt. Dafür hat die Mafia es auch noch nie mit Parker zu tun gehabt. Alles in Ordnung, Sir. Ich finde das, was man äußerst zufrieden nennen muss. Meine Erwartungen sind voll und ganz in Erfüllung gegangen. Eine Frage, Parker. Sir. Werden Sie noch aufräumen?
Park hat Fotos geschossen? Von den Mafiosi. Nach ihrer Niederlage. Ich brauche die Fotos für ein Tauschgeschäft. Mit diesem Vittorio? Mit Vittorios Chef, einem angeblichen Blinden, der die ganze Zeit in der Nähe war. Und das ist Signore Carpenti, der Mafia-Präsident für meinen und unseren Fall. Carpenti? Er ist der Mann, weswegen wir nach Rom gekommen sind. Und mit diesem Mann schließt Parker ein Geschäft ab? Parker verzichtet darauf, die Bilder von dem blamierten Mafiosi der Presse zu übergeben. Dafür verzichtet die hiesige Mafia auf alle weiteren Verfolgungen. Die Mafia hat wohl Angst um ihr Image. Genau, und deshalb lebt die bewusste Familie bereits wieder in ihrer alten Wohnung mit neuem Mobiliar, versteht sich, und einem monatlichen Mietzuschuss. Und was macht Parker jetzt? Danke. Die einen kommen, die anderen gehen. Rom wird ewig bestehen.